Halli, hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Wellheim. Wir sind hier im Dunkelwald, haben schon die ersten Skelette und Gräulinge oder Grauzwerge erledigt. Hier so einen kleinen Bau gefunden, aber so wirklich interessant war er nicht. Deswegen machen wir uns jetzt mal weiter auf die Suche. Ach so, wir müssen natürlich die Gewehrspitzhacke in die Hand nehmen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Und immer mal hier so auf die Bodensachen gucken. Weil das würde dann dastehen. Wenn es Zinn oder Erz ist. Hier geht's wieder raus aus dem... Was stand jetzt gerade da? Kupferfuck. Was ist das komplette Teil hier? Kriegen wir jetzt echt so viel Kupfer? Bin mal gespannt. Jawohl, Kupfererz. Cool. Kriegen wir Rezepte? Nö, noch nicht. Sei gegrüßt, Krieger. War das jetzt Hugin? Ach, da vorne. Du hast etwas Erz gefunden. Ach du Scheiße, was ist denn das für ein Vieh? Oh nein, wir haben so wenig Leben. Ich habe nicht mal die Feuerpfeile eingesteckt. Ach. Du hast kein Arrow. Ich liebe die Übersetzung. Nicht mich umrennen, bitte. Was war das für ein anderes Vieh? Da war doch noch einer, der sah größer aus. Wir haben halt echt wenig Leben. Bin am Überlegen, ob wir doch nochmal zurückgehen. Um uns den nächsten Schwanz noch einzupacken. Das ist mir gerade eigentlich gar nichts hier. Lasst mich mal schauen. Drüben war das Kupfervorkommen. Ich mach uns mal hier einen Punkt. Kupfer. Und dann müssen wir nochmal schnell zurück. Es tut mir leider. Wir haben es ja zum Glück gar nicht so weit in den Dunkelwald. Da haben wir mit der Positionierung unserer Basisstation eigentlich alles richtig gemacht. Unbeabsichtigt. Aber hier mit 50 Leben und die Feuerpfeile wollte ich auch einstecken. Damit jetzt hier durch den Dunkelwald zu rennen, das ist mir absolut nichts. Könnte natürlich noch etwas näher sein, keine Frage. Aber beschweren möchte ich mich auch nicht. Dafür, dass wir es nicht gewusst haben und uns einfach den ersten schönsten Platz rausgesucht, der uns vor die Nase kam, haben wir es eigentlich ganz gut geregelt. So, hier drüben, da haben wir es. Da ist mein Zuhause. Dort ist der Dunkelwald, das ist okay. Wir können uns wohl später auch noch so einen Karren bauen, den wir dann hinter uns herziehen, um mehr Gegenstände transportieren zu können. Da bin ich auch mal gespannt. Aber das Rezept dafür haben wir leider noch nicht. Mal schauen, wann das kommt. Ohne Ende Himbeeren. Unser Eingang ist hier drüben. Das sieht auch noch ein bisschen doof aus. Aber das alles nach und nach. Dafür haben wir ein ziemlich geiles Lagerhaus. Ach, so geht's auch. Können wir uns nämlich gleich nochmal ausruhen. So, als erstes die Nixenschwänze hier rein. Dann nochmal hingesetzt. Das gegessen. Du kannst nicht mehr gekochtes Fleisch... Ach, hab aufs Falsche gedrückt. So, dann kriegen wir jetzt ordentlich Leben. Wir müssten gleich wieder ausgeruht haben, jawohl. Und ab zurück. Wildschwein ist wirklich da geblieben, hat auf uns gehört. Dann ist das hier mit der Ausdauer auch schon mal gleich eine Nummer schöner. Dagegen ein paar Pilze hätte ich trotzdem nichts einzuwenden. Wir sind auf richtigem Kurs. Wir schaffen das. Ah cool, das sah halt verdammt auch nach einer verdammt großen... hier lag noch Leder. Kupferquelle aus.
Die Videos, die ich mir angeschaut habe, die hatten immer nur so ganz kleine Flecke. Wahrscheinlich haben wir hier direkt den Checkpot gezogen. Ach, ist das schön. Ich habe richtig Bock auf den Dunkelwald. Weil wir einfach jetzt wieder neue Gegner und vor allem neue Materialien finden, mit denen wir hier auch mal ein bisschen weiterkommen im Spiel. So. Lasst uns... Ach, jetzt habe ich wieder die Feuerpfeile vergessen. Es tut mir sehr leid. Egal, dafür sind wir jetzt gut ausgerüstet, was Leben angeht. Wieder 3 oder 4 von denen. Weg mit euch. Ihr habt doch keine Chance. Ja, perfekt. Locken klappt bei denen nicht so geil. Oder ich stelle mich gerade einfach zu dumm an. Alles möglich. Da hinten ist so ein bisschen blauer Nebel. Aber deswegen sind wir nicht hier. Wir sind hier, um Kupfer zu kriegen. Aber ich würde trotzdem gerne mal in die Richtung schauen. Das gar nicht aufgesammelt. Nee, das war nur Stein. Dann nehmen wir uns natürlich hier erstmal schön das Kupfer mit. Wie viel kriegen wir denn da immer? Einmal Kupfererz. Wie viel haben wir jetzt? Ist das Kupfer? Ja, 3 Stück. Und relativ wenig. Und die, da ist er. Der mit den grünen Augen. Sag doch, da war ein anderer. Ach, du rufst mich doch nicht hier runter. Weiß halt jetzt nicht, inwiefern er da hinten... Ach, wir haben ja gar keine Pfeile mehr. Wie krass er jetzt unterwegs ist. Oh Gott. Grauzwergen-Schamane. Er hält zum Glück nicht so viel aus, aber ich glaube, in seinen Giftnebel oder was auch immer das gerade war, wollen wir nicht unbedingt kommen. Komm, ich möchte dich blocken. Jetzt. Und du auch noch. Das sind echt verdammt viele. Ich will doch nur in Ruhe ein bisschen Kupfer abbauen. Seid nett zu mir. Ah, finde ich cool, dass wir das so schnell gefunden haben. Jetzt müssen wir noch Zinn ausfindig machen. Und dann brauchen wir einen Dungeon, weil es da so eine roten Kugeldinger gibt. Ich weiß leider nicht mehr genau, wie die hießen. Die hatten einen komischen Namen. Und damit haben wir dann alles für unsere Schmiede. Können wir nämlich anfangen, uns Lederrüstung, sage ich schon, Kupferrüstung natürlich zu bauen. Und einen Flug, mit dem wir dann auch die Möhrensamen in den Boden hineinflugen können. Dann werden wir nämlich auch eine richtige Farmer. Ich baue das jetzt nicht komplett ab, wir haben es uns ja markiert auf der Karte. So ein bisschen was zumindest. Ja, das passt. Dann können wir jetzt nämlich doch erstmal weiterlaufen. Hast aber nicht gut getroffen. Der könnte eine Trophäe geben. Da hinten ist wieder was. Na komm, greif an. Also mit den Blocken, so funktioniert es echt am besten, wenn die dann kurz paralysiert sind. Kann man in aller Ruhe drauf einprügeln. Frag zu viel. Mist. Was werfen wir denn mal weg? Das ist alles so wertvoll. Hier Holz? Reicht das? Ja. Was haben wir hier Schönes? Eine Truhe? Federn? Und? Bernstein hatten wir auch schon. Wow. Aggressive Vögel. Sind wir wieder im normalen Wald? Hier die Grenze? Ich glaube ja. Jetzt sind wir wieder im Dunkelwald. Muss wieder die Geweihspitzhacke in die Hand nehmen. Damit wir hier immer mal auf die Dinger drauf gucken. Aber ich glaube, das sind wirklich nur Steine,
Die Vorkommen sind dann wahrscheinlich doch etwas größer. Warum ist hier so blauer Nebel? Hat aber nichts zu sagen. Wie weit sind wir uns schon vorgedrungen? Sagen wir, laufen mal hier Richtung Morgenröte. Hier? Auch nur Stein? Lass uns mal gucken, was rauskommt. Ne, wirklich nur Stein. Okay. Wir sind sowieso schon wieder voll. Müssen da mal schauen, was wir wegwerfen. Also wirklich viel kommt hier noch nicht. Bin mal gespannt, wie lange wir durch den Dunkelwald laufen müssen, um hier coole Sachen zu finden. Ich bin etwas schreckhaft gerade unterwegs. Und hier ist auch schön. Wir haben noch einen kleinen Bau. Zinnvorkommen, sehr gut. Dauert es ja doch gar nicht so lange. Ja, ich klaue euch euer Zinn. Oh Gott, das sind aber viele. Zum Glück kommen die alle so ein bisschen einzeln. Ach, jetzt hat er uns getroffen. Auch noch zwei mit Sternen. Ich weiß nicht, ob die auch stärker sind, aber ich habe nicht unbedingt das Gefühl. Aber unsere Ausdauer macht langsam schlapp. Hey, was ist mit... Ah nein, wir haben kämpfen mit unseren Fäusten. Ist ja doof. Nein, nein, nein. Oh Gott, nicht jetzt an ihm noch sterben. Stecken uns mal kurz hier dahinter. Die Axt weg, die andere Axt rein. Blocken. Und Attacke. Jetzt ist natürlich unsere gute Axt kaputt gegangen. Ah, wir kriegen ganz schön Hit. Der hält doch mehr aus. Oder es liegt vielleicht einfach nur daran, dass wir gerade die schlechte Axt haben. Jetzt können wir hier nicht alles einsammeln. Wir hauen das Holz komplett weg, egal. Davon haben wir jetzt erstmal genug. Wir markieren uns die Stelle hier mal noch kurz. Einfach als Bau. Und nehmen uns den Zinn hier noch mit. Und dann verziehen wir uns erstmal wieder. Weil ich würde dann doch ganz gerne mich erstmal wieder richtig ausrüsten. So, Zinnerz haben wir. Das ist auch noch Zinn, ja. Und Attacke. Aber mit der normalen Axt ist das echt ein Krampf gegen die. Mit richtig Blocken geht's zwar. Aber schön ist es trotzdem nicht. Wir fangen an zu frieren. Wir können noch mal eben Essen nachhauen. Haben wir jetzt hier noch mehr Zinn? Ich höre schon wieder was. Hier geht eine Tür rein. Aber ist auch bloß so ein kleines Versteck. Okay. Na gut, einerseits wird es jetzt gerade dunkel. Da habe ich noch viel weniger Lust auf den Dunkelwald. Da oben ist der nächste. Kommen wir hier hoch. Was ist denn das? Eine Distel. Oder Distel. Gott. Das sieht ganz, ganz spooky aus da hinten. Oh, es werden immer mehr. Karottensamen, yay. Laufen wir in die richtige Richtung? Nee, absolut nicht. Wir müssen nach dort. Ungefähr hier lang. Oh. Wir müssen schnell weg. Also im Dunkeln möchte ich hier definitiv nicht unterwegs sein. Aber wir haben ja schon mal alles gefunden, was das Ziel war. Kupfer haben wir, Zinn haben wir, Karottensamen, mit denen hätte ich noch gar nicht gerechnet. Da wusste ich nämlich nicht, wo wir die herkriegen. Was ist hier? War das bloß den Stein, den wir abgebaut haben? Ja. Das sieht schon mal gut aus. Jetzt müssen wir bloß noch einen Dungeon finden. Wo wir diese roten Dingelzins herkriegen.
Und dann können wir schon bald eine Schmiede bauen. Ist das Harz? Es sind halt echt sehr, sehr viele Gegner, was hier gerade auf uns zukommt. Und das ist wahrscheinlich alles noch lächerlich. Ich glaube, da kommen noch ganz andere Kaliber, die uns das Leben zur Hölle machen wollen. Wie weit haben wir es denn noch? Wir sind... Wildschwein. Wir sind wirklich ganz schön weit vorgedrungen. Gibt's erstmal eine mit der Faust. Na komm. Schnell. Ja. Nein, geht weg. Ich möchte jetzt nicht mit euch kämpfen. Bin in Frieden gekommen. Möchte auch in Frieden wieder gehen. Ach komm. Wir können Eigentürfähigkeit... Ja, ich denke, das war jetzt mal angebracht. Die können wir ruhig mal nehmen. Umso schneller sind wir wieder zu Hause. Und dann geht's direkt erstmal ins Bettchen. Erstmal Inventar ein bisschen aufräumen. Kupfererz. Unverarbeitetes Kupfererz muss in einem Schmelzofen verhüttet werden. Ja, das wissen wir doch. So, Tür zu. Wir sind wieder zu Hause. Wir haben es überlebt. Ich freue mich. Dann lasst uns hier gleich mal in die erste Truhe gehen. Und wir bauen unbedingt... Ich drücke mal die falsche Taste. Jetzt. Hier erstmal überall ein paar Fackeln rein. Dass wir hier auch was sehen. Was fehlt denn jetzt? Holz. Na toll. Egal. Hier haben wir Leder drin. Wir haben bestimmt auch wieder Leder bekommen. Und dann machen wir hier mal Erz rein. Und Zinn. Dann können wir, Moment, hier war es Leder. Dann können wir hier auch Hirschfell mit reinpacken, dass wir so ein bisschen Ordnung zumindest drin haben. Und dann machen wir hier erstmal eine Gemischtkiste. Können die irgendwas? Nö. Können wir vielleicht später noch verarbeiten. Karottensamen rein, das rein, das. Harz auch, obwohl Harz können wir mal noch einstecken. Unsere Fackel ist kaputt gegangen. So. Weiß nicht, zwei Bauhämmer brauchen wir auch nicht unbedingt. Und dann sieht es doch erstmal gut aus. 64 Kilo bloß noch einstecken. Wir können uns jetzt hier nochmal so ein bisschen Holz schnappen. Und ich würde sagen, wir werden jetzt einfach mal hier komplett quer auf dem Grundstück. Und überall ein paar Fackeln verteilen. Einerseits soll das auch die NPCs daran hindern, hier zu spawnen. Und andererseits wird es einfach ein bisschen schöner dadurch und heller. Vielleicht hier hinten noch ein bisschen. Dass wir hier nicht immer so komplett in der Düsternis leben müssen. Wir haben kein Harz mehr. Na gut. Aber ist ja erstmal okay. Jetzt haben wir hier überall ein kleines Lichtlein. Das passt. Dann lasst uns noch eben unsere Waffen reparieren und dann ist auch schon wieder Folgenende angesagt. Einmal alles repariert. Neue Sachen haben wir ja nicht gelernt. Wir könnten eigentlich uns schon mal was aus Trollleder machen. Ja, 5 Stück hatten wir ja. Die sind ja definitiv auch besser. Macht dich wesentlich hinterhältiger. Schleichen. Ja, auch schleichen. Weiß zwar nicht, wie Troll zu schleichen passt, aber okay. Die beiden Sachen würden nur 5 kosten. Lasst uns mal schauen, wo ich das hingeworfen habe. Ach, und bevor ich es vergesse, Feuerpfeile. Hier haben wir es. Dann würde ich sagen, wir bauen uns einfach schon mal ein was draus. Die Hosen vielleicht. Was fehlt denn noch? Knochenfragmente, die habe ich gerade weggeschmissen. Dann die noch schnell geholt. Waren hier hinten der Gemischtkiste, ne? A3 bloß. Ne, es reicht noch gar nicht. Okay, dann können wir das leider doch noch nicht bauen. Müssen wir vorher noch ein paar Skelette erledigen. Naja, gut. Aber es war doch eine sehr erfolgreiche Folge. Generell jetzt die und die letzten beiden
Wir haben das Häuschen hier schon sehr schön weitergebaut oder generell gebaut. Werden wir dann in den nächsten Folgen noch etwas verschönern. Im Dunkelwald haben wir auch schon viele Sachen gefunden. Wir gehen in der nächsten Folge definitiv nochmal dahin, schauen, ob wir einen Dungeon finden. Und dann würde ich sagen, bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut!